Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft. Was bedeutet dir die Auferstehung Jesu persönlich? Was löst es heute in dir aus, wenn du über die Auferstehung nachdenkst? Lässt du diese Wahrheit überhaupt an dich ran? Oder stehen dir deine Gedanken im Weg, die da sagen, mir kann Gott all das, was ich getan habe, gar nicht mehr vergeben? Ich kenne diese Gedanken. Ich muss 20 gewesen sein, als ich ein komplettes Doppelleben geführt habe. Freitag bis Sonntagmorgen war ich tatsächlich fast durchgehend beim Feiern. Gerade so, dass ich um 8 Uhr morgens zum Soundcheck des Lobpreisteams in der Kirche auf der Bühne stehen konnte. Und meist mit einem dicken Schädel. Du weißt, was ich meine? Eines Nachts zerriss es mich innerlich selbst. Ich konnte mein eigenes Leben nicht länger ertragen und ich erinnere mich daran, wie ich mitten in der Nacht am Bodensee auf die Knie fiel und betete. Ich weiß, an deiner Stelle würde ich mir auch nicht mehr vergeben. Aber wenn du das noch kannst, dann sprich bitte zu mir persönlich. In dieser Nacht träumte ich von Jesus, der am Kreuz hing und hörte eine laute, kräftige Stimme, die da sagte, auch für dich habe ich das getan, auch für dich. Dieser Traum war so real, dass ich daraufhin meinen ersten Song schrieb, mit dem ganz einfachen Text, ich gebe dir mein Leben, denn du gabst dein Leben für mich. Ganz einfach, doch wahr und lebensverändernd. Die Erkenntnis, dass es nichts gibt, nichts, das du jemals tun könntest, was dich von ihm trennen würde, wie du es in Römer 8, 38 nachlesen kannst. Denn ich bin mir ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Vielleicht kennst du das Unendlichkeitszeichen aus der Mathematik. Es bedeutet, dass du tun kannst, was du willst. Es bleibt unendlich. Genauso kannst du dank des Todes und der Auferstehung Jesu nichts tun, weder Gutes noch Schlechtes, was seine unendliche Liebe zu dir verändern würde. Wo ist ein Gott wie du, Herr? Du vergibst und verzeihst ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, sondern lässt Gnade vor Recht ergehen. Daran hast du gefallen. Das ist Ostern. Was für ein Fest. Und ja, auch für dich hat er das getan. Lässt du ihn heute an dein Herz ran? Danke für dich. Dein Wunder wird geschehen. Du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt. Wunder geschehen. Dein Wunder wird geschehen. Und du wirst mich verstehen, weil du es selbst erlebst. Ein Wunder für jeden Tag.